herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute eine kleine, große Ankündigung für euch und ihr habt es vielleicht schon auf meinen anderen Social-Media-Plattformen wie zum Beispiel Twitter, Facebook und Instagram mitbekommen. Ich stehe zurzeit in Kooperation mit Gillette Venus und zusammen mit Karin vom Blog Innen und Außen und Franzi vom Blog Zuckermädchen bin ich eine von drei Gillette Venus Reporterinnen. What? Und falls ihr euch auch nur so denkt, what? Gillette Venus ist Partner von Germany's Next Topmodel. Das habt ihr ja sicherlich schon mitbekommen. Das läuft jeden Donnerstag um 20.15 Uhr auf Pro7. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin mit dieser Sendung, die jetzt schon so oft einfach lief, das ist sowas von unglaublich. Ich bin mit dieser Sendung aufgewachsen im Prinzip. Und umso mehr freue ich mich natürlich, dass ich da jetzt so ein bisschen mitwirken darf. Ich habe euch immer noch nicht verraten, was ich da eigentlich mache, beziehungsweise was wir da alle machen. Wenn ihr mir auf Twitter folgt, dann habt ihr euch vielleicht die letzten beiden Donnerstage schon gefragt, was zum Teufel ist eigentlich mit der Marie los? Warum spammt sie uns eigentlich so zu mit Tweets? Mit dem Hashtag VenusGossip quatschen die Karin, die Franzi und ich jeden Donnerstag auf Twitter mit euch oder mit unserer Community einfach und wir können uns austauschen über was bei Germany's Next Topmodel eben gerade so abgeht. Und das ist einfach so cool, weil das ist, als würden wir es alle zusammen gucken. Und wenn ihr mich auf Twitter schon ein bisschen länger verfolgt, dann habt ihr das vielleicht mitbekommen, dass ich das schon öfter mal bei verschiedenen TV-Serien gemacht habe. Und das war immer total cool, wenn man so sich drüber austauschen kann, wer mir jetzt am besten gefällt und was jetzt gerade blöd war und was man in der Pause macht und keine Ahnung. Das ist einfach dann viel cooler, wenn man jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, niemand hat abends Zeit und man sitzt alleine auf der Couch, dann ist das voll cool, dann können wir uns alle auf Twitter treffen. Oder ihr veranstaltet einen richtigen Mädelsabend und nehmt mich einfach per Twitter dazu. Darüber würde ich mich natürlich auch total freuen. Ich danke euch von Herzen, Herzen, Herzen dafür, dass ihr mich unterstützt, dass ihr meine Videos anschaut und meinen Kanal abonniert habt. Denn nur deswegen kann ich solche Sachen machen. Und deswegen hoffe ich natürlich, dass ihr euch genauso freut und genauso Lust habt, da so ein bisschen mitzuwirken und so einen Einblick zu bekommen. Und ja. Ihr werdet mich außerdem vielleicht hin und wieder in der Joy und in der Bravo Girl entdecken, denn die Magazine berichten auch so ein bisschen über uns, Gillette Venus Reporterinnen. Und ja, dann freue ich mich vielleicht, die oder den einen oder andere, oh Gott, nächsten Donnerstag um 20.15 Uhr auf meinem Twitter-Account mit dem Hashtag VenusGossip begrüßen zu dürfen. Damit dieses Video aber nicht nur eine reine Information ist und eine Belohnung für alle, die bis jetzt dran geblieben sind, verlose ich noch was Kleines. Vier von euch können so einen Gillette Venus Rasierer gewinnen. Das ist der Embrace Sensitive Rasierer und der ist jetzt im Januar erst neu rausgekommen. Richtig, richtig cool in diesem Mint, so schön frühlingshaft. Was müsst ihr dafür tun? Weil ich mich mit dieser kleinen Verlosung bei euch für eure Unterstützung bedanken möchte, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr Abonnent bzw. Abonnentin meines Kanals seid und diesem Video einen Daumen nach oben da lasst und mir außerdem einen Kommentar schreibt, in dem ihr mir sagt, auf was ihr euch bei Germany's Next Topmodel am meisten freut. Also sind es die verschiedenen Mädelstypen, sind es die Outfits, sind es die Shootings, sind es die Zickenkriege vielleicht? Keine Ahnung, ich würde mich total freuen, das von euch in den Kommentaren zu lesen. Und dann werde ich pünktlich zur nächsten Ausstrahlung, nächsten Donnerstag um 20.15 Uhr, die Gewinnerin bzw. den Gewinner, wir wollen ja niemanden ausschließen, veröffentlichen. Und dann war es das schon wieder mit diesem kleinen Informationsvideo. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle an Gillette Venus für die Kooperation und die Möglichkeit mit euch Germany's Next Topmodel unter diesem Hashtag eben schauen zu können. Ich bin sehr, sehr gespannt, was noch alles so kommen wird und freue mich jetzt auf die gemeinsame Zeit und die Abende mit euch natürlich. Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns ja vielleicht das nächste Mal wieder. Bis dann. Ciao. Das war blöd. Das war blöd, blöd, blöd. Und ja. Ich vergesse immer, wo ich aufgehört habe. Okay. Auf meinen ganzen anderen Plattformen wie Twitter. Wie Twitter. Nein, nochmal. Dum, 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 dum. Okay, forget it. Nochmal neu.